heute mal zu meinem eigenen Cash. Party, ich hab hier. Ich habe hier einen Cash erstellt. Da habe ich ein Morsezeichen, einen kleinen Text geschrieben und erkläre in etwa, was mein Vater für ein Hobby hatte. Er war Amateurfunker und habe in dem Text aber nur erklärt, was der für ein Hobby hatte und was man da für Karten sammelt, um seine Erfolge zu beweisen. Das sind QSL-Karten, die kriegt man dann von dem Funker, mit dem man sich gerade ausgetauscht hat. Jedenfalls hier beim Flughafen in der Nähe war die Clubstation. Dort habe ich die Suchkoordinaten verlinkt. Und in dem Text steht geschrieben, er sammelt jedenfalls hier in der Nähe vom Flughafen war die Clubstation von ihm und dorthin habe ich auch die Koordinaten verlinkt und jetzt muss man den Text lesen. Der ist jedenfalls nicht hundertprozentig gleich auf Anhieb als Morsecode zu erkennen, da ich als Zeichen Punkte und Schrägstriche verwendet habe oder ja, Punkte und Schrägstriche waren es glaube ich. Wie gesagt, das musst du erkennen, dass das Morsecode ist, musst den entschlüsseln und kannst dann Text lesen. Und in dem Text schreibe ich unter anderem, er hat die ABC-Karten oder Schriftrunde, welche Buchstaben ich gelernt habe, ist egal. Und du musst du im Prinzip rauskriegen, dass QSL-Karten gemeint sind. Heißt Empfangsbestätigung QSL, was heißt das genau, kann ich jetzt gar nicht sagen, das ist so eine funkermäßige Abkürzung. Jedenfalls die Karten nennen sich QSL-Karten und das musst du rauskriegen. Und wenn du dann statt ABC QSL nimmst und die Buchstabenwerte einträgst, also A, B, C wäre 1, 2 und 3 und QSL wäre dementsprechend, was weiß ich, jedenfalls der Wert im Alphabet. Das musst du dann ausrechnen und kriegst die Koordinaten nach hier. Und jetzt wollte ich bloß mal gucken, ob mit der Größe noch alles klar ist, weil ich gerade mal hier in der Gegend war. Und dachte, da kann man auch nochmal hierher laufen. Aber jetzt könnte ich eigentlich theoretisch versagen, dass wir in der Sonne sitzen und ist gut hier. Ja, jedenfalls will ich jetzt mal nachgucken, ob die Dose noch da ist, ob alles klar ist. Ob die Leute auch getauscht haben oder bloß Zeug rausgenommen haben, weil ich einiges an Kleingram auch ein bisschen was höherwertiges drinnen liegen hatte, weil ich nicht mehr brauche oder was auch immer. Weil ich gerade hier in der Nähe war, hier war Geschäftseröffnung und mit Kabarett. Und jetzt versuchen wir hier erstmal. Ich habe noch keine, was ich gebraucht habe. Noch QSL-Karten dabei. Ein paar von meinem Vater und ein paar, die er gekriegt hat.
Das Bild hat mal eine Freundin von mir gemalt. Ein Auto ist dazu gekommen, das habe ich. Das ist neu, aber ich weiß nicht, was da rauskommt. Zwei Autos. Und der letzte war am 8. Juni hier. Also einen Monat her ungefähr. Komischerweise wusste ich ja kaum, dass der online war. Ich habe schon am selben Tag von zwei, drei Leuten gefunden. Könnt ihr jetzt mal nachgucken, wie das ist, aber das macht man nicht. Okay. Wo ich mal hinfahren muss, wachsen, vielleicht mache ich das auch noch die Woche. Ich halte etwas ausführlicher und längere Form. Schülerinnen und Schüler, Hörerinnen und Hörer, Lehrerinnen und Lehrer. Das ist dann, dauert ein bisschen länger, aber ich das denke, die Zeit sollte man sich im Zuge der Geschlechter Gleichbehandlung, die sollte man sich nehmen und gönnen. Und auch im Rundfunk muss die Zeit sein, denke ich mal, dann einfach ein paar Sekunden länger zu brauchen. Da Sie den Deutschlandfunk angesprochen haben, also wir haben keine Vorgaben, die einen halten es so, die anderen so, also ich nutze gerne Hörerinnen und Hörer und andere nutzen gerne die kurze Pause Hörerinnen. Also da gibt es bei uns keine Vorgabe. Viele Punkte haben Sie genannt, ja? Ich will wieder auf diskriminiert sein. Ich möchte mal wetten, dass bei sicher 30-40%. Ja, ich höre ja gerade Deutschlandfunk im Radio. Da geht es um dieses blöde Gendere. Liebe Hörer, Punkt innen. Da gab es tatsächlich eine Gerichtsverhandlung. Haben die gerade drüber geredet? Da hat sich eine beschwert, die sich diskriminiert fühle, weil dort drunter stand unter dem Formular von der Sparkasse Unterschrift des Kunden. Manche haben echt Langeweile und nichts zu tun oder was auch immer. Könnte ich mich aufregen. Ja, ich wollte sagen, ich wünsche mir eine andere Trennung. Was denn eigentlich mit den Diversen? Da müsste ich ja Sternchen innen, Sternchen divers oder was soll ich da schreiben? Die haben eine Macke. Um das Thema jetzt mal abzuschließen. Heimweg ist ja kein großer Umweg, noch bei dem anderen Cash von mir vorbeizufahren. Ich fahre jetzt gerade hier auf dem Zellischen Weg, beziehungsweise ich bin jetzt auch im neuen Mensa und biege jetzt einfach mal rechts Richtung Wannowitz ab. Und ich habe ja dort unten im Grund, ich weiß gar nicht, wie der Grund heißt. Jedenfalls, da habe ich mal einen Grund hinzufahren. Da habe ich ja mal einen Cache liegen, der vom großen Garten kommt. Ich war gefühlte 20 Mal im großen Garten. Habe da Plätze gesucht, die zumindest online im Rechner frei waren für einen Cache auszulegen, hab den eingereicht und jedes Mal die Antwort gekriegt, das ist eine Zwischenstation von dem und dem Multi und das ist da und das ist das. Jedenfalls keiner von den ganzen Sachen hat geklappt. Da ich aber den großen Garten als Ausgangspunkt nehmen wollte, habe ich gesagt, such das Umfeld. Und da habe ich hier Luftlinie, waren das glaube ich 3 Kilometer ungefähr. Habe hier unten bei Mockritz die Dose versteckt und im großen Garten muss man sich den Spruch im Biergarten holen. Wenn man aus dem Biergarten am Paletteich rauskommt, steht ein Spruch oben, wir sehen uns morgen oder bis morgen oder irgend sowas. Und daraus kann man sich dann die Koordinaten, achso, da musstest du peilen und dann so und so viele Meter nach Groß, also südwestlich wäre das glaube ich. Und da will ich jetzt auch nochmal vorbeigucken, ob die Dose noch da ist, ob das alles passt, ob noch was drin liegt. Weil ich eben gerade mal auf dem Weg bin, hier unterwegs bin. Man da
dann jetzt noch mit gendergerechter Sprache bei denen anfängt, ja, dann schalten die doch gleich auf Durchzug und genauso sehen sie. Ja, hallo Leute. Wenn ich sage, hallo Leute, meine ich natürlich auch Leutinnen oder Kescher, meine ich Kescherinnen. Also ich lehne das blödige Gender total ab, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ja, und hier ist mein zweiter Cache versteckt. Ich sollte zumindest noch da sein. Momentan kommst du ja vor Brennnesseln gar nicht her. Ja, und die stechen sogar durch die Hose durch. Oh Gott, ist ja bloß eine dünne Hose. Hier liegt die Dose. Allerdings hatte ich die Klappe unter dem Baum ursprünglich versteckt. Aber da kommst du ja jetzt gar nicht mehr hin. Nee, das ist auch Klappe. Oder ist er das? Oder ist das so weit ausgefault? Egal. Drin liegt nichts mehr außer dem Buch. Und das Buch ist im ersten Drittel voll. Also alles gut. Hi Leute, ich habe ja selber 3 Cash am Start und 2 habe ich ja vor 2 Wochen kontrolliert, ob die noch klar sind und alles gut. Und heute fahren wir mal zu dem dritten, der ist ja etwas weiter weg, die anderen 2 sind in Dresden. Und den dritten habe ich in Maxen. Und da fahren wir jetzt zum Schloss Maxen. Schloss Maxen ist eventuell geschlossen. Und das letzte Stück kann man dann gleich hinlaufen. Ja, Maxen ist ja unter anderem auch bekannt für seine Naturbühne. Die haben da eine gute Theatergruppe, die das hobbymäßig betreiben. Und manchmal holen die auch andere Künstler und sowas auf die Bühne. Ist immer nicht schlecht, was die da so haben oder machen. Wobei ich jetzt auch schon einige Jahre nicht gewesen bin. Ich habe ja auch übrigens 3 Drake Ebels laufen, die sich da irgendwo in der Weltgeschichte rumtreiben. Den einen, den hat sich dann ungefähr, nachdem der ein Stück gewandert war, da lag der irgendwo in der Schweiz und da hatten sich Italiener mitgenommen. Und der Italiener hatten 3 oder 4 Jahre fast behalten, hatten zwar immer mitgenommen, wenn man irgendwo cachen war, der war immer mitgelockt mit jedem Geld. Aber er hat auch nie ein Foto gemacht von dem Ding, was ja eigentlich auch ein bisschen den Zweck der Sache ist. Zumindest, ich habe es auch mit reingeschrieben, dass die Leute Fotos machen sollen. Und B, was ja eigentlich Sinn und Zweck eines Dreck-Ebels ist, da soll reisen von Kescher zu Kescher und von Dose zu Dose und nie jahrelang bei einem bleiben. Ich habe jetzt selber einen, den ich immer mitnehme. Ja, scheiße, heute vergessen. Kann ich mal die Foto machen. Jedenfalls. Aber ich behalte die allenfalls, was weiß ich, 3-4 Monate, dann gebe ich die weiter. Dem Italiener habe ich dann 3 oder 4 Mal auch eine Mail geschrieben, dass er sich mal kümmern soll und das Ding weiterreichen soll. Hat er aber nie darauf reagiert und weder eine Antwort noch, dass er das Ding weitergegeben hat. Und jetzt vor 2 oder 3 Wochen ist das Ding übrigens weitergegangen.
Da hat er es in irgendeine Dusche abgelegt. Und jetzt ist er wieder unterwegs. Jedenfalls die zwei anderen Dreckneppels, die habe ich dann mehr oder weniger auf der Reise geschickt, um denen zu sagen, der soll die mal wieder losmachen. Ich habe es ja als Befreiungsaktion tituliert. Die beiden sollten halt auch in die Gegend reisen, wo der zu Hause ist. Und wer die Dinger findet und weiterlegt, soll möglichst dem Typen da Bescheid sagen, der soll mal den Cash, den Dreckebel weiterleiten. Und die waren alle beide auch in der Gegend dann, sind dann aber wieder weitergereist. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wo die jetzt waren. Einer war bei den Slowaken irgendwo, glaube ich. Und der andere wieder in Deutschland. Und der dritte, also der ursprünglich erste, was Heike ihr Plüschvieh war, ist mittlerweile noch in Italien unterwegs, aber eben beim anderen Kescher jetzt, oder schon bei zwei anderen oder drei anderen gewesen. Maxen ist übrigens auch ganz berühmt für seine Schlachten von Napoleon. Ja, das ist nämlich damals hier unten ganz schön rumgekloppt. Da gibt es auch einige Cache hier in der Umgebung, die sich auf die Schlachten beziehen. So, hier ist die Naturbühne. Da fährt der Bus gerade rein. Bergsteiger Kurt tritt heute hier auf. Da ist das Foto Kurt hier, der Bus. Kommen die schon halb zwei? Ziemlich trüb heute, sonst kann man hier auch schön in die Sächsische Schweiz gucken. Ganz hinten im Nebel sieht man den Lilienstein. So, ich glaube, hier war das, die versteckt habe. Am 18. Februar 2017 wurde der zu Asch gefunden von Star at Sky. Am 10.7. war der letzte, 17.7. 25. ist heute. Klemmt schön fest, brauchen wir auch nie neu anbinden oder so, ist gut. Da unten ist der Weg der Bank.
paar Bücher im Lichting mit erwähnt, dass es einen normalen Weg hier den Berg hoch gibt und man nur den steilen Aufstieg von der Bank aus machen soll. Da unten die Lärsche hat Hans-Christian Andersen gepflanzt. Da gibt es auch noch eine Dose, da liegen ein paar Märchenbücher von dem drinnen. Kann man theoretisch auf dem Rückweg nochmal vorbeigehen dort. Habt ihr eure Weihnachtsgeschenke schon alle gekauft? So, und da sehen wir die Moschee von Maxen. Beziehungsweise ein Kiosk. Das blaue Häusel, oder auch Moschee genannt, ist ein im orientalischen Stil errichtetes Gartenhaus mit einer Grundfläche von 5x5 Metern. Die Kuppel aus Zinkblech wird durch einen Halbmond gekrönt. Über der Tür ist ein Wappenschild mit Halbmond, Sternen und in deutschen und javanesischen Lettern Ehre Gott und liebe die Menschen angebracht. Der Rittergutsbesitzer Anton Serre ließ dieses Gartenhaus 1849 für den javanesischen Maler Raden Saleh errichten, der von 1840 bis 1849 viel in Dresden und Maxen weilte. Die dunkelblaue Innenausmalung des Gewölbes wurde namensgebend für das Bauwerk. Das Gartenhaus befindet sich an der oberen Kante des Südwesthanges des Müglichtals, oberhalb vom Mühlbach am Winzerweg. Näheres zur Historie und zur aktuellen Gesellschaft erfahren Sie auf der Internetseite zum Blauen Häusel www.pavillon-maxen.de. Ich blende den Link hier nochmal ein. Jetzt gehen wir weiter zur Hans-Christian Andersen-Lärsche. Der war auch gern hier in Dresden und hat hier die Lärsche gepflanzt. Diese war aber schon mal eingegangen, wenn ich mich jetzt recht erinnere, und wurde nochmal neu gepflanzt. Pflanzte Hans Christian Andersen an dieser Stelle eine kleine Lärsche. Am 12. August 1851 zeichnete er sie auf diesem Bild. Und wenn ihr jetzt überlegt, wer Hans Christian Andersen war, gibt es eine Dose, da kann man diese Buch einladen. Der Traum hat Winter überhaupt. Das hessische Entlein. Und hier Andersen Märchen und Geschichten. Und Geschichten. Aber das bekannteste von Hans Christian Andersen mag ja wohl die Schneekönigin sein. Gibt es einen Weg durch Feld? Wird das nie etwas zu ölig?
der Seite vom Heimatverein Maxen findet ihr auch Infos, wo man das blaue Häuschen besichtigen kann. Und vieles mehr. Es war wohl zumindest zu den Museumsnächten, hatten sie es, glaube ich, immer geöffnet. Die Hans Christian Andersen Lerche. Der dänische Märchendichter pflanzte sie bei seinem ersten Maxenbesuch 1844. Um 1950 wurde sie gefällt und vergessen. Aber 2001 konnte der Standort dank einer Zeichnung H.C. Andersens der Stubben gefunden werden. Und ein neuer Pflanzbaum wurde gepflanzt. 2019 hatte der Stubben keinen Halt mehr und ist gebogen und soll künftig im Heimatmuseum zu sehen sein. Eine Bank mit Leseplatz lädt zum Verweilen ein. Neugierig? Wenn Sie gut zu Fuß sind, gehen Sie die Stufen hoch und nach links. Wenn es die Nutzung der Ackerfläche zulässt, können Sie bitte nur hintereinander auf dem Trampelpfad direkt hoch zu den Bänken nach Maxen gelangen. Sonst bitte hier wieder zurück. Beginn der Fahrt auf eigene Gefahr. Und zum blauen Häusel steht hier noch, der Pavillon ist kein Museum. Trotzdem stehen im Jahr 2021 zusätzlich zu vereinbarten Sonderführungen die Türen wieder an 2 Tagen für interessierte Besucher offen, so es Corona zulässt. Am 22. Mai, ne, der ist schon vorbei, am Tag des offenen Denkmals, am Sonntag, den 12. September, stehen die Türen von 11 bis 15 offen, stündlich Führungen. Vor 2-3 Jahren noch war hier eigentlich auch immer die Frau, Namen habe ich vergessen jetzt, aber mittlerweile, die müsste auch schon um die 80 sein oder so, kommt so nicht mehr hierher. Es kümmert sich, wie es aussieht, jetzt auch jemand anderes um das Häusel, da ist eine Solaranlage oben auf dem Dach, auf diesem Gartenhaus, was daneben steht. So wie es aussieht, ist wohl hier nach dem Krieg auch der ganze Schutt von Dresden gelandet. Oh ja, hier sitzt es so schön. Da habe ich jetzt meine 3 Cache alle kontrolliert. Alles noch in Ordnung. Nicht so wie bei dem, den ich in Bratschwitz hatte, da hatte ich ihn an der Wesen gefunden und da fühlten sich wahrscheinlich die anderen gestört durch die Begehung der ganzen Kescher. Jedenfalls war der dann mehrfach verschwunden und dann auch mal vollgepullert und da habe ich dann gesagt, okay, letzten Halt. Okay.